Die nächste Runde der Freischaltung für Ray steht an. Jetzt geht's weiter mit sogenanntes Schere, Stein, Papier. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes mit dem Eventbereich Ray Freischaltung. Die galaktische Legende Ray ist jetzt fast so weit, dass ich sie mir holen kann. Und es ist halt so, wie es halt ist, es dauert alles seine Zeit, weil diese verdammten Tickets da, die brauchen so ewig lange. Inzwischen habe ich jetzt geschafft, 144 mir zu sammeln. Ich habe sogar, glaube ich, ein oder zwei verschwendet. Aber ich habe sowieso gesagt, in dieser Runde, in dieser Folge geht es ausschließlich um zwei Kämpfe. Zwei. Dann kann ich mir Ray freischalten und das mal beim nächsten Mal machen. Also in diesem Fall geht es einzig und allein um dieses Event und das soll Schere, Stein, Papier. Dieser Kampf hat spezielle Duellmechaniken. Sieh dir Ray im Truppenbildschirm an, um weitere Informationen zu erhalten. Du solltest dich mit den Regeln vertraut machen, bevor du diesen Kampf startest. Also, es ist natürlich nur sie und ich versuche natürlich jetzt keins zu verschwenden. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das gut funktioniert. Also, Ray, wo du bist schwer zu finden. Und dich wird mir nur sehr schwer los. Ja, da steht nur schwer los. Ich kenne den Rest deiner Geschichte. Deine Eltern waren niemand. Sie haben sich dazu entschieden, um dich zu beschützen. Ray, ich weiß, was mit ihnen passiert ist. Hör auf. Sag mir einfach, wo du bist. Du kennst nicht die ganze Geschichte. Es war Palpatine, der deine Eltern nahm. Er hat nach dir gesucht. Also, es gibt da angeblich ein paar Methoden und die will ich jetzt erstmal ausprobieren. Also schauen wir uns jetzt mal die ganzen Fähigkeiten an. Also, gewährt ein Duellpunkt, wenn Schwertklingen verwendet werden. Hat der Gegner Finte verwendet, erhältst du keine Duellpunkte. Der Gegner dafür 1. Gewährt ein Duellpunkt, wenn Schwertklingen verwendet und der Gegner eine Attacke gewährt hat. Andernfalls werden keine Duellpunkte gewährt. Hat der Gegner Parade verwendet, verlierst du alle Duellpunkte. Und das ist Parade. Alle Duellpunkte des Gegners werden entfernt, wenn Schwertklingen verwendet wird und der Gegner Finte eingesetzt hat. Hat der Gegner Finte nicht eingesetzt, hat diese Fähigkeit keinen Effekt. Also, fangen wir mal an mit... Also, dann machen wir jetzt den Angriff. So. Dann machen wir das hier. Machen wir wieder den Angriff. Jawohl. Und zum Schluss das hier. Aha. Jetzt hat er das gekontert. Also, dann probieren wir das, die Frage. Jawohl. Jawohl, das hat geklappt. So, damit haben wir die erste Runde überstanden. Also, machen wir wieder das Gleiche. Das hier. Das ist ja das sogenannte, der Hieb. Genau. Dann gehen wir auf das erste wieder. Jawohl. Dann gehen wir auf Parade. So, jetzt hat er wieder das Fragezeichen. Das ist ja falsches Spiel. Das heißt, falsches Spiel blocken wir mit dem hier. Genau. Sehr gut. Also, wieder das gleiche Spiel am Anfang. Die Finte setzen wir ein. Dann kommt sein Hieb. Dann setzen wir auf die Stimme. Diesen Hieb kommt seine Finte. Jawohl.
Jetzt hat er das Fragezeichen. Da setzen wir wieder auf das hier. Und genau. Und damit haben wir die nächste Stufe auch wieder geschafft. Okay. Aha. Der hat Finte. Moment, das ist... Warte, bevor ich... Halt, stopp, bevor ich jetzt etwas Fehler mache. Gewährte, wenn Schwertklingen verwendet wird. Genau, das ist das hier. Ah, ja. So, jetzt hoffe ich mal, jetzt mache ich da keinen. Genau. Gewährt einen Schwertklingen verwendet. Das hier ist ja Finte. Wenn Deckschwert ist. Dann muss das hier sein. Genau, dann setzen wir auf das hier. Okay. So, den ersten haben wir. Dann setzen wir auf den. Genau. Dann setzen wir auf Tieb. Jawohl. Und die Parade. Ah, jetzt hat er sich einen geholt. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Setzen wir jetzt nochmal auf Parade. Ah, ja, genau. Jetzt habe ich eine Runde verloren. Okay. Nee, ich habe gewonnen. Ich habe gemeint, ich habe verloren. Also ich habe gemeint, ich habe eine Runde verloren. Sehr gut. Cool. So, die nächsten 50 Splitter sind da. Und wieder keine Energie verschwendet. So soll es sein. Jetzt kommen die nächsten. Die nächste Stufe nützt mir gar nichts, weil dafür brauche ich Ray und somit klappt das nicht. Somit machen wir jetzt halt diese Runde gleich nochmal. Aber beim letzten Mal habe ich da einen Gedankenfehler gehabt. Also fangen wir an. Also die Animation ist natürlich nicht schlecht. Da muss man ganz klar sagen. So. Also er hat Fragezeichen, also setzen wir hier gleich auf den Hieb. Dann blocken wir nämlich das gleich. Dann gehen wir hier auf die Finte. Dann. Jawohl. Und zum Schluss die Parade. Das sollte aber... Ah, ja. Das hat er jetzt direkt geblockt. Ah, ja. Okay. So, damit hätten wir die erste Runde gewonnen. Okay, jetzt hat er dieses Zeichen hier. Das ist die Parade. Bei Parade gibt es natürlich... Da muss ich... Mhm. Genau.
Dann setzen wir auf Hieb. Genau. Richtig. So, dann gehen wir auf das hier. So, damit ist der zweite. Dann müssen wir auf das hier. Und damit haben wir die zweite Runde. Ah, das setzt jetzt wieder auf das. Dann werden wir das wieder gleich durchsetzen. Dann haben wir die erste Runde schon entschieden. Jetzt gehen wir gleich wieder auf die Finte. Jetzt hat er das gleiche gemacht, somit entscheidet sich da gar nichts. Dann setzen wir auf Hieb. Jetzt werde ich ver... Genau. Was hat er jetzt? Sehr gut, dann setzen wir gleich wieder auf Hieb. Und damit hätte ich die zweite Runde. Genau. Damit ist die dritte Runde auf meiner Seite. Okay, jetzt hat er auf das... Jetzt habe ich wieder vergessen. Meine Güte. So. Das hier, glaube ich, war's. Nein, genau, das war wieder das Falsche. Macht nichts. So, dann setzen wir auf das hier. Dann setzen wir auf das hier. Genau. Jetzt bin ich einen im Hintertreffen. Wie wir da darauf kontern, setzen wir auf das hier. Okay. Jetzt werde ich eine Runde verlieren. Oder? 2-2. Drei, drei. Genau, jetzt habe ich einmal verloren. Und damit aber auch gewonnen, weil ich habe ja auch 3 Punkte, genauso wie er. Weißt du, warum Imperator Palpatine immer deinen Tod wollte? Komm und ich sage es dir. Wie gesagt, er hat 3 Punkte gehabt, ich habe 3 Punkte gehabt. Aber dadurch, weil ich ja schon mehrere Siegpunkte gehabt habe, habe ich diesen Kampf gewonnen. Also es ist nicht besonders schwer, aber man muss halt die richtige Taktik anwenden. Und das ist halt das Unangenehme an der ganzen Geschichte. So, das war jetzt ein relativ kurze Geschichte. Ich werde jetzt in der nächsten Folge mir genug Tokens aneignen. Dass ich jetzt die helle Seite, müssen sowieso noch weitere, hier müssen dann auch wieder 70 gesammelt werden, also werde ich schauen, also freischalten, also werde ich sie beim nächsten Mal wahrscheinlich freischalten, und aber sie noch, sie muss ich, werde ich wahrscheinlich nur einmal noch kämpfen müssen, und das machen wir dann beim nächsten Mal dann. Also Leute, wie wir es dann weitergehen, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also Leute, wir sehen uns, bis zum nächsten Video, und möge die Macht mit euch sein und vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, Abo und Glocke aktivieren, würde mich sehr, sehr drüber freuen. Also, ciao, servus und bis bald dann.